Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal haben wir jede Menge Neuzugänge und gleichzeitig habe ich einen Deal gemacht. Fangen wir am besten auch direkt mal mit dem Deal an. Und zwar ist das vom lieben Florian vom Kanal Retroflo. Manche kennen ihn vielleicht noch. Mit Videospielen hat er jetzt im Kanal nicht mehr so viel am Hut. Und zwar zeigt er da seine Schwalbe. Er ist halt ein Fan davon. Von daher, mach weiter so. Und er ist natürlich ein Fan von Silvesterfeuerwerk, was ja momentan auch ziemlich schwierig in der heutigen Zeit ist. Gut, auf jeden Fall habe ich einen Deal mit ihm gemacht. Er hat mir ein paar coole Spiele geschickt. Das mache ich jetzt mal auf. Stand jetzt auch ein paar Tage hier, weil ich einfach keine Zeit hatte, das so auszupacken. Das ist auf jeden Fall gut verpackt. Das ist der ganze Tisch voll, bis es kommt. Aber das ist natürlich praktisch. Und zwar handelt es sich um Wegdreckspiele. Ich hatte das schon seit ein paar Jahren. Er wusste, ich habe ihm gesagt, wenn er sie irgendwann mal abgeben möchte, soll er sich melden. Das hat er auch irgendwann getan. Und zwar einmal in Originalverpackung Wegdrecks Spike. Ja. Schön komplett in auch einem sehr, sehr guten Zustand. Natürlich besser geht immer, aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Zustand ist für so ein Alter auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann ist es einmal Soccer Football in einem auch sehr guten Zustand. Schatz, genau übrigens, Denise ist Kameramann und kennt, hi. Kennst du überhaupt Backtracks? Die Konsole, die fehlt mir noch, die muss ich mir auf jeden Fall mal holen. Jetzt habe ich aber schon mal die Spiele dafür. Fiel mir gerade ein, der gute Kameramann habe ich leider begrüßt. So, dann haben wir mal Flipper Pinball. Ist halt krass, dass man wirklich diese Spiele komplett im UVP noch hat. Er hat mir auch gesagt, dass hier etwas dran ist. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Wie gesagt, bei dem Alter bin ich froh, dass ich die überhaupt in UVP kriege. Dann einmal Hyper Chase. Also ich habe wirklich, er hat einen sehr, sehr guten Kurs gemacht. Ich möchte es nicht erwähnen, was ich bezahlt habe, aber es war ein sehr, sehr fairer Preis auf jeden Fall. Die sind ja auch nicht mehr so günstig, Wegdreckspiele, von daher gut ab. Dann noch Clean Sweep. Das ist das Geile, wirklich alle komplett. Mal gespannt, also ob ich jetzt ein Fullset von einem Backtracks mache, glaube ich eher nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Spiele es gibt. Ich werde mal nachforschen, wenn ich es finden sollte, blende ich es euch auf jeden Fall jetzt ein. Ja, und eins meiner absoluten Favoriten, und zwar kenne ich das vom Commodore noch, und zwar Scramble. Ein richtig geiles Spiel. Alleine nur deswegen war es mir das schon wert, dass ich diese ganzen Backtracks-Spiele nehme. Florian, vielen, vielen Dank dafür. Kommt auf jeden Fall in gute Hände. Es bleibt hier bei mir in der Sammlung. Das werdet ihr auch in den nächsten Roomtouren mal sehen. Ich gucke schon mal nach, ob alles wirklich weg ist. Ja, also ist schon mal passiert, dass ich irgendwas weggeschmissen habe und da war dann noch eine Figur oder irgendwas drin. Das darf nicht passieren. Ja, deswegen passe ich ein bisschen besser auf. So. So viel zum Florian. Den werde ich unten natürlich nochmal verlinken. Ist ja klar, wenn jemand Interesse an sowas hat. Gerne mal vorbeischauen. So Leute, ich habe mir auf jeden Fall das Astro A50 geholt. Soll eines der besten Headsets sein, die es gibt. Wenn ihr bessere kennt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Das ist jetzt die Version einmal für PC und PlayStation. Gibt es ja auch zwei, ne? Einmal für Xbox und für PlayStation. Ich weiß nicht, warum man das nicht zusammen einfach kompatibel machen kann. Blöd jetzt irgendwie. Naja gut, ich habe eine PS5. Dann werde ich drauf zocken und als nächste habe ich mir eine 980 Pro SSD geholt. Nicht für die PS5, auch wenn ihr das denken mag, weil das da oben steht, sondern habe ich mir einen Gaming-Laptop gekauft. Das ist wirklich ein High-End-Laptop. Den werde ich natürlich hier auch zeigen. Dann werdet ihr auch sehen, warum ich mir jetzt hier so eine schnelle SSD geholt habe. Ist jetzt 1 TB, sind momentan einer mit der schnellsten auf dem Markt. Jo, auf jeden Fall ganz gut zum Upgraden des PCs.
Apropos PC, dadurch, dass ich mir so ein Ding geholt habe, habe ich mir auch direkt ein paar PC-Spiele günstiger noch geholt. Und zwar auch in Köln war das, ne? Mhm. Ja. Ganz billig, keine Ahnung, für 2,99 Amazing, was ist das? Casual Box, da sind halt mehrere Minispiele drin. Ja, geht mal in der Sammlung für die PC-Sachen. Bei PC sammle ich auch tatsächlich, aber nur, was mir halt jetzt gefällt. Dann Time, 10er Box, Management. Fand ich auch ganz cool. Wie gesagt, für den Preis von 3 Euro kann ich nicht Nein sagen. Und ja. Dann Assassin's Creed Origins. Habe ich zwar auf der Platte, aber ist, glaube ich, die allererste Version. Hier ist wenigstens alles, soweit ich weiß, geupdatet. Ich meine aber auch, dass man das echt runterladen muss von Origins, meine ich tatsächlich. Das heißt ja auch Origins, die Plattform, ne, von Ubisoft. Ist das das oder ist das EA? Ich weiß es gar nicht. Nein, Quatsch, es ist was ganz anderes. Es ist Ubisoft Connect, so heißt das. Ich meine, dass man es da runterladen muss. Und dann, richtig geil, die Anno History Collection. Die habe ich vorhin noch geholt. Mir fehlten diese Teile. Da sind auch noch die Originalen von früher drauf. Da hast du jetzt hier physische Inhalte. Das sind hier, also physische Inhalte, 2 Wendeposter und eine Lithografie. Für den Preis kann man mitnehmen, auf jeden Fall. Aber ist auch digital, ne? Das ist klar. Das könnt ihr halt wieder aktivieren dann. Da steht es auch. Uplay. So war das, genau. Das könnt ihr bei Uplay aktivieren. Dann noch ein paar alte Sachen. Ja, läuft. Ich habe einmal meine Farm 3D geholt. Einfach weil es mir noch fehlt. Da kann man jetzt sagen, was man möchte. 5 Euro, denke ich mal, nehme ich das Spiel einfach mal mit. Dann Star Wars, The Clone Wars, Republic Heroes. Ich weiß nicht, ob ich das habe. Ich meine, ich habe das gebraucht, da irgendwo rumliegen, in nicht so gutem Zustand. Und sealed für 4,99. Kann man nichts falsch machen. Und dann noch Rollercoaster Tycoon World für einen 5er eingeschweißt. Kann man, denke ich mal, auch nichts falsch machen. Gerade bei Wii-Spielen. Meine Katze hat jetzt wieder Spaß mit dem Karton. So, dann noch 2 Sachen und die 2 letzten Sachen. Es geht einmal darum, ein Spiel, was ich hier schon ein paar Monate liegen habe. Und zwar wisst ihr ja, dass ich eine Poliermaschine habe und die CDs poliere. Hier waren 1-2 unschöne Kratzer drin, die ich noch rausmachen muss. Auf jeden Fall Quake 3 Revolution, keine Ahnung, 20 oder 30 Euro Titel, hat mir noch gefehlt, habe ich mir mitgenommen. Ich glaube, das war das letzte Video, wo ich mit Steffen zu sehen war auf dem Flohmarkt. Ich wollte das unbedingt ihm abkaufen, er wollte da unbedingt extrem hohe Summen für haben und dann habe ich es mir halt im Internet für schon 22 oder 25 Euro, ich weiß nicht mehr genau, bestellt gehabt. Dann als letztes einmal, was ist das? Das ist die Doom Slayers Collection plus Quake für 15 Euro für die Xbox. Kann man auch nichts falsch machen, denke ich mal. Ja, fehlte mir halt noch. Habe aber auch wieder später leider gesehen, dass halt Doom, Doom 2, Doom 3 und Quake wieder als Download ist. Das ist halt nach meiner Meinung eine Katastrophe mit den Downloads. Das hat zum Sammeln fast überhaupt gar keinen Sinn mehr, aber naja. Nächste Video wird auf jeden Fall kommen, wenn es dann um den PC geht. Dauert noch ein bisschen, der wird wahrscheinlich erst Mitte Juni kommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Florian, dir nochmal vielen Dank für den coolen Deal. Macht's gut, Leute, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein!